Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wie versprochen, machen wir jetzt die letzten beiden Nebenaufgaben mit der Fürstin Masako. Ich suche mir das nochmal schnell raus. Da unten ist die eine Quest. Und da hinten muss er auch irgendwo sein. Nun gut, dann rennen wir doch mal zu ihr. Der leitende Wind führt mich hier entlang. Alles klar. Na, mal schauen, was uns diesmal erwarten wird. Wahrscheinlich ein weiterer Rachefeldzug. Wie immer bei der Fürstin. Komme ich hier am besten runter? Hier scheint es runter zu gehen. War gerade so abgerollt. Und wo ist jetzt hier Masako? Ist die gar hier im Gebäude? Im Moment sehe ich sie noch nicht, aber da war auf jeden Fall Munition. Brandpfeile waren auch, ah, toll. Ich gehe ja auch viel zu selten mit dem Kurzbogen ab, fällt mir mal wieder gerade ein. Ich kann euch nicht helfen. Ich brauche Informationen, keine Ausreden. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Vielleicht. Ja, ja. Die Fürstin quetscht mal wieder irgendwelche Bauern nach Informationen aus. Fürst Sakai, ich sorge mich um Sie. Ja, ist ja toll. Aber wo ist die Fürstin? Eben war sie noch da. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Die Dieben. Jagen wir denn eine Diebin, ja? Oder hat die Diebin Informationen? Da hinten steht die Fürstin. Die wird uns sicherlich gleich sagen, um was es geht. Begleitet von Bewaffneten. Danke. Das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professionelle Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen, hier entlang. Naja, nichts leichter als das. Unser Schweigen kann man sich für ein wenig Sake erkaufen. Kenji weiß das auf jeden Fall zu schätzen. Dann beeilen wir uns mal. Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Mit anderen Worten, die macht jetzt gemeinsame Sachen mit den Mongolen. Bei den Söldnern nähern wir uns. Leise. Oder halt mit irgendwelchen Söldnern, wie auch immer. Versteck dich in der Nähe von Mai im Pampasgras. Jo, mach ich. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken.
Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Na toll, jetzt muss ich wieder heimlich vorgehen. Besiege die Ronin, ohne entdeckt zu werden. 0 von 4. Ja, gut. Vorsicht, Andy. Ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Ja, ich versuche mich ja da wieder hinten im Gras zu verstecken. Also, wenn die Ronin irgendwo anhalten, dann kann ich mir die nach und nach schnappen. Aber die müssen auch voneinander getrennt sein. Und ich muss das Ganze auch unentdeckt machen. Der bietet sich schon mal an. Er ist abgelenkt. Ich erledige ihn. Stück für Stück. Das war der erste von 4. Ich glaube, ich kann das auch nur machen, wenn einer irgendwie anhält. Ich erzähle euch zum Zeitvertreib eine Geschichte. Es war einmal ein Mädchen, das in einem Teehaus arbeitete. Ihr Leben war hart und eintönig. Eines Tages kam ein Mönch von weit her zum Teehaus und sie verliebten sich sofort ineinander. Nun komm schon, einer muss anhalten. Ich kann auch ein Kettenattentat machen, aber ist, glaube ich, nicht so von Vorteil. Der Mönch beschenkte sich. Jawohl. Da war es nur noch einer. Oder kann ich noch ein Blümchen mitnehmen? Ah, nee, tödliches Gift ist voll. Zurück, Sakai. Meine Frau kennt diese Art. Ja, ist ja gut. Ich denke, ich kann ihn jetzt fertig machen. Aber ich kann das, glaube ich, wirklich nur an einer bestimmten Stelle. Doch sie war schlau und legte Feuer um die Glocke herum, die sodann schmolz und den Mönch darin tötete. Warum rennen die jetzt weg? Stelle dich, Mai. Aha, okay. Aber ich muss doch noch diesen einen Ronin fertig machen. Oder muss ich mich der Frau denn im Duell stellen? Ich schlage mich mal um. Ach du Scheiße. Jetzt siehst du einen wahren Schwert. Fürstin, aufpassen. Ah, der ist gleich hin. Da waren es nur noch zwei. Die mache ich so fertig. Jin, ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Eben habe ich gedacht, sie tötet sie. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin.
Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige. Bisher die einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen, als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Na toll, dafür sind wir wieder gut, ja. Ihr wolltet diesen Söldner euren Kamm verkaufen, um eure Erbstücke zu schützen. Als ich erfuhr, dass ihr noch lebt, wollte ich sie zurückgeben. Ich wusste nicht, wie. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass derjenige, der mit dem Tod von der Familie von Masako zu tun hat, vielleicht sogar nahestehender Verwandter ist. Naja. Wir werden es noch herausfinden. Was haben wir denn hier? Flöte der Adachi-Familie. Eine alte Bambusflöte, mit der Fürstin Masako mit ihren Enkeln den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern pflegte. Ich verspreche es, meine Herren. Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Jin. Nur damit ihr es wisst. Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf. Okay, das war die Quest. Die Dieben gingen ja dann doch relativ schnell und wir haben gar nicht so viele Leute getötet. Aber es war, wie gesagt, noch eine weitere Quest verfügbar. Was haben wir hier? Talisman der Prügelei? Was kann der denn? Mittlere Erhöhung des Taumelschadens. Nun gut. Dafür gab es auch zweimal Seide. Wo haben wir denn jetzt noch die weitere Quest? Hier haben wir sie. Schnellreise ist aktuell nicht möglich. Warum nicht? Das Vögelchen ist wieder da. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe, was ich übersehen hatte? Ich folge dem mal. Bestimmt ein Fuchsbau. Oder eine Säule der Ehre. Oder ein Stirnband. Ja, ich glaube, hier ist ein Stirnband. Irgendwo über mir. Ah, nee. Da ist nur ein Hut. Ein Strohhut. Jin, kommst du da hoch? Wir müssen ja irgendwie darüber kommen. Wie zum Geier komme ich da hoch? Nee, da wollte ich jetzt nicht rüber. Ich wollte da hoch. Ach, Jin. Ah, ich glaube, ich komme hier ran. Ja, genau, jetzt kommen wir da ran. Was haben wir denn da? Flussbettstrohhut, ein armer, bescheidener Reisender. Oder ein tödlicher Krieger? Ja, ich bin nicht so wirklich Fan von diesen Hüten.
Schon gar nicht von diesen Strohhüten. So, jetzt auf zum nächsten Ort. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Omi-Kloster, ja, da gehen wir per Schnellreise hin. Und da sind wir auch schon beim Omi-Kloster. Das hört sich immer so komisch an, Omi-Kloster. Als ob hier nur alte Frauen wären. Also ja, wenn man es so interpretiert. Aber es wird natürlich nicht so sein. Und da hinten steht die Fürstin. Das klingt nicht nach Kajibara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Jin, auf ein Wort bitte. Ja, aber nur auf ein Wort. Augenblick, ich schaue mich noch um. Ich habe mich ja letztens, glaube ich, gar nicht umgeschaut. Hier ist doch bestimmt noch eine Aufzeichnung. Oh, oder auch nicht. Vorräte sind hier noch. Ah, das Wetter wird schon wieder schlechter. Können wir da auch noch rein? Nee, leider nicht. Ja, mehr gibt es hier anscheinend nicht zu entdecken. Da hinten in der Höhle hatten wir vor ein paar Folgen diesen sagenumwobenen Schwertkämpfer Kojiro fertig gemacht. Da hatten wir ja auch eine neue Tracht bekommen, die mir jetzt aber nicht so gefallen hat. Augenblick, Masako. Ich werde gleich mit dir sprechen. Ah, okay. Hier vorne scheint es nichts mehr zu geben. Ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwie was. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kajiwara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Ach so, jetzt müssen wir mit dem Mönch reden. Werden wir auch so gleich tun. Ich habe da oben aber was entdeckt. Aber das wird wahrscheinlich gar keine Rolle spielen. Nee, sah aus wie eine Säule der Ehre. Aber hier ist auch wieder so ein Gedenkfriedhof. Aber hier finden wir nichts. Schade. Obwohl, Augenblick. War da hinten nicht gerade das Vögelchen? Wir haben hier auch gar nicht so wirklich was freigedeckt. Auf der Karte meine ich natürlich. Vielleicht ist da noch irgendwas. Aber wenn ich da runterspringe, muss ich ja wieder da hinten rumlaufen. Ah, verdammt, jetzt ist das Vögelchen auch weg. Aber ich kann da oben ja noch rübergehen. Vielleicht fliegt der Vogel da auch noch rum. Wo ist er denn? Vögelchen. Wenn ich den mal suche, ja, dann finde ich ihn nicht. Echt kurios. Da war er. Ja, da ist er. Wo führt er mich hin? Ah, ja. Da muss ich hoch. Na, sieh mal einer an. Meine Güte, das ist das erste Mal, dass wir hier so einen Turm besteigen können. Und umsonst war der Vogel auch nicht da. Ganz oben muss es irgendwas geben. Was wird das sein? Band des zweiten Sohns. Die Farben eines Kriegers von einem weit entfernten Ort und einer anderen Zeit. Das ist ein Stirnband. Ja, gut, gefällt mir jetzt nicht so vom Style. Aber wir haben es auf jeden Fall eingesammelt. Und hier können wir jetzt auch wieder runter. Meine Güte, das war gerade knapp, Jin. Nee, ich wollte hier runter. Jin.
Okay, dann seilen wir uns halt so ab. Auch egal. Tja, wäre das Vögelchen nicht gewesen, dann hätten wir das natürlich nicht entdeckt. Also immer Augen offen halten nach dem Vogel. Der fliegt ja auch noch rum, aber gut, wir haben das ja schon eingesammelt. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kachiwara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Ja, natürlich belassen wir das beim Reden. Wir können natürlich auch Sake mit ihm trinken. Die Quest, die wir jetzt machen, nennt sich der Familienmensch. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajiwaras Hütte liegt am Strand. Okay, vielen Dank für die Info. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Warte mal, ich will mich auch verbeugen. Nein, falscher Move. So, genau. Musste auch mal sein. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachiwaras Familie nicht gefährden. Da hinten ist ein Schiff, aber das war ja die Rede von einem Haus. Das muss Kachiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Ja, Jin, da hast du dich aber getäuscht. Die Mongolen waren nicht nur da, sie sind immer noch da. Aber da war jetzt auch nicht die Rede davon, dass ich das heimlich machen kann. Oder sollte in dem Fall. Zieht eure Klingen! Von daher fordere ich die mal heraus. Fürstin Masako versteckt sich derweil. Heilige Scheiße, das war knapp. Mich fast erwischt. Mit Feuer haben die Mongolen aber auch. Immer und immer wieder Feuer. Waren das alle? Nein, das waren noch nicht alle. Habt Angst vor dem Geist. Der eine rennt weg, den kann ich mir aber nicht mehr schnappen. Der ist, glaube ich, zu weit weg. Obwohl, hat noch ausgereicht. Ach, Fürstin. Manchmal kommst du auch nicht klar, oder? Gegen den Dicken hast du auch keine Chance. Oh, verdammt. Oh nein. Ich sehe keine Mongolen mehr. Suchen wir im Haus nach Kachiwara und seiner Familie. Okay, machen wir. Da konnte ich schon wieder was untersuchen. Ah, da sind Leichen.
Na toll. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Na, Jill, ich denke, du bist Mr. Allwissen. Das weißt du nicht, oder wie? Das sind wohl Kachivaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachivaras Leiche? Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Hat er seine eigene Familie umgebracht? Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachivara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Folgen wir den Fußspuren. Oh nein, nicht schon wieder Spuren folgen. Kachivara! Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange! Ihr habt sie getötet! Aus Liebe! Besser ich als die Mongolen! Sie wollten es so! Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten! Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll! So wie ihr eure Frau und Tochter! Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clan-Angriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Ja, das gibt Rätsel auf. Aber es muss auf jeden Fall ein Samurai sein, der die ganze Sache da angezettelt hat und die Familie hat töten lassen von Masako. Und wir können jetzt auch nur noch eine Geschichte mit ihr machen. Ich glaube, wir haben jetzt 8 Geschichten von insgesamt 9 natürlich abgeschlossen. Talisman der Wildheit, den schauen wir uns an. Mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens, ja. Aufzeichnungen aktualisiert. Okay. Die letzte Geschichte heißt also die Verschwörung. Können wir das jetzt auch schon machen? Tatsache. Wir können echt die letzte Geschichte mit ihr machen. Ist das auch wirklich die letzte? Geschichte 8 von 9. Ja gut, es könnte die letzte sein. Sicher bin ich mir nicht, aber wir kriegen auf jeden Fall eine außergewöhnliche Belohnung. Nämlich eine Samurai-Clan-Rüstungsfarbe. Gehen wir erstmal zur Säule der Ehre und dann begeben wir uns zu Fürstin Masako. Nee, obwohl. Hier ist noch ein unentdeckter Ort. Da muss ich noch hin. Dann gehen wir zur Fürstin. Hier war doch eben noch was zum Hochklettern. Wo war denn das? Genau, da konnten wir hoch. Immer alle unentdeckten Orte mitnehmen. Wir haben bis jetzt natürlich noch nicht alle aufgedeckt. Ich habe auch noch nicht die Technikpunkte dazu verwendet, dass uns der Wind auch generell zu heißen Quellen führt oder Bambusstände. Das habe ich noch gar nicht freigeschaltet. So, dann brauche ich mal Soralein. Und dann reiten wir zum unentdeckten Ort. Ihr könnt ja jetzt schon mal raten, was könnte es sein? Eine Säule der Ehre, eine heiße Quelle, ein Bambusstand oder vielleicht sogar ein Fuchsbau? Ich tippe auf Letzteres, einen Fuchsbau. Und ich habe recht. So, dann führe uns zum Schrein.
Das ist doch Alpenholz, oder? Ja. Das finden wir auch nicht so oft. Mal gut, dass ich auch diesen Talisman drin habe, womit sich die Vorräte verdoppeln. Generell alles, was wir so finden. Vorräte, Raubtierfälle. Und da ist der Schrein. Da muss ich durch. Wo ist denn der Schrein? Und wo ist der Fuchs? Er ist weg. Ach, da ist er. Er hat sich nochmal umgedreht. Extra für mich. Noch zwei weitere Schreine und irgendwas wird wieder erhöht. Was auch immer das sein wird. Da lag auch nochmal Eibenholz. Sehr schön. Und was haben wir hier? Weitere Vorräte. In Ordnung. Dann können wir uns ja jetzt zur, so glaube ich, letzten Nebenaufgabe mit Fürstin Masako begeben. Dazu gehen wir natürlich per Schnellreise zu dieser Säule der Ehre. Und da sind wir auch schon. Wie ihr seht, es ist auch Nacht geworden. Wir sind an einer guten Stelle gelandet. Da hinten ist Fürstin Masako und hier vorne gibt es sogar noch ein Banner. 34 von 80 Sashimono-Banner habe ich auch. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlasst das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird es. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Nicht. Ich flehe euch an. Ja toll, das hätte Fürstin Masako nicht sagen können, oder wie? Naja, egal. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Die Verschwörung. Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Meine Güte, die hetzt ja immer. Höher. Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Was zur Hölle ist hier los? Oh, da findet ein Kampf genug statt. Bastarde, das büßt ihr. Da war ich zu langsam für die Herausforderung gerade. Oh, da sind ja noch weitere Mongolen. Ah!
Sie haben sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang. Auf Tempelgelände? Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Aha. Hier waren wir noch nicht. Oder ich bin mal durch Zufall vorbeigeritten. Runter! Kann ich hier durch? Gehe hinter dem Felsen in Deckung. Ach so, hier vorne. Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jen! Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Na toll, ob das so hinhaut? Dann hat er nicht mehr. Ich nehme die Ausrede. Holt ihr den Mönch. Bitte. Augenblick, Masako, bevor wir da reinstürmen. Und das macht sie ja einfach mal zu gerne. Schaue ich mich hier noch um. Ich denke mal, ich werde ja auch noch ein bisschen Zeit haben. Aber hier waren wir doch schon mal. Ich glaube sogar, hier hatte damals der junge Jin mit Fürst Shimura trainiert. Aber sicher bin ich mir nicht. Na verdammt, hätte ich einen Attentat machen können? Wow. Verstärkung. Seid ihr das? Ich muss Junshin retten. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Naja, ich hab's mir schon fast gedacht, dass wir uns am Ende eventuell sogar noch einem Duell stellen müssen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das gegen Fürstin Masako sein wird. Ihr wart eine Freundin. Gebt mir. Nein. Ihr verteidigt. Ihr wollt mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Gott sei Dank, wir haben sie nicht töten müssen. Wäre echt schade gewesen. Oh, verdammt. Jetzt muss ich mit meinen Kunais arbeiten. Oh, Feuer. Masako, so wirklich kommst du aber auch nicht klar, ne? Komm hier, Dad. Fürsten, ihr wart soeben in Flammen. Und die Jungs stecken sich irgendwie selber auch in Flammen. Die kommen auch gar nicht klar mit ihren Böller.
Ah, sehr schön, da kann ich die Geistkampfhaltung nehmen. Na toll, jetzt haben wir ja gar nichts gesehen eben. Den Dicken noch klar machen. Toll. Komm, auf den hauen wir zu zweit drauf. So, so. Ja, und ich brenne wieder. Ihr habt ein paar Kunais, Jungs. Einen Augenblick, Masako. Wir looten die Jungs erstmal. Wir haben bestimmt noch irgendwelche guten Dinge. Ihr gab mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Der Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Oh nein, nicht schon wieder Spuren. Na, hast du was gefunden? Ich suche hier echt ungern nach Spuren. Junshin ist hier entlang. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Na toll. Aber gut, wo sie recht hat, hat sie recht. Da vorne ist er. Da ist er. Bitte, tötet mich nicht! Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor zwei Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Naja, damit hat sich meine Vermutung bestätigt, dass auf jeden Fall der Drahtzieher ein Verwandter der Fürstin ist. Und es handelt sich um ihre Schwester. Talisman der zweifachen Zerstörung 2 erhalten. Angriffe haben eine Chance von 10% doppelten Schaden zu verursachen. Hatten wir das nicht schon? Jahreszeiten des Krieges, Clan-Rüstungsfarbe. Ach so, das ist für die Samurai-Clan-Rüstung. Naja, gut. Also gibt es dann doch noch eine weitere Nebengeschichte mit der Fürstin? Dann waren das doch nicht alle.
Aber die nächste, die dann kommen wird, dann wird es auch mit Sicherheit die letzte sein. Ich gucke hier nur nochmal schnell drüber über die Karte, ob ich hier auch nichts vergessen habe. Wir haben wirklich alles, was wir aufdecken konnten. Ja, das haben wir auch wirklich aufgedeckt. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann endlich wieder um die Hauptgeschichte. Ich werde diese Folge erstmal beenden. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr möchtet, schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Dann geht's weiter mit Ghost of Tsushima. Ihr seid ein Samurai. Gebunden an unseren Kodex. Wir leben. Samurai. Kämpfen und sterben ehrenvoll. Weicht ihr von dem Pfad ab? Was wird aus euch werden? Ein Sturm zieht auf. Jin! Jin! Na los, Jin!